Ja, dann würde ich sagen, wir kommen zurück hier nach der kleinen Zeitraffer. Es war ja relativ lang, je nachdem. Es ist ja meist auch ein kurzer Zeitraffer. Wir haben jetzt so knapp eine halbe Stunde gefarmt. Und mein Plan ist eigentlich, und es wäre auch mal ganz lustig zu sehen, wenn wir getrennt bauen, wie der Fortschritt nachher ist. Jeweils. Wir werden jetzt auch meine Klotten packen, oben noch was mitnehmen. Und dann werde ich das auch machen. Denn ich werde mich auf die andere Seite irgendwo anders hinbegeben. Dass wir mal sehen, wie das ist, wenn wir getrennt sind. Und ich habe jetzt hier schon ein paar Zeiten verbracht. Ich habe da oben ein bisschen Material schon drin und ein paar Kleinigkeiten. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Denn ich will jetzt ein paar Sachen mitnehmen. Ich lasse das Zeug auch hier, was ich jetzt hier noch so reingeschmissen habe. Ich nehme jetzt, gucke, was an Redstone da ist. Ich habe jetzt geguckt, ob wir irgendwie ein paar Strings in Massen haben, aber ich glaube eher weniger. Eins, zwei. Entelfleisch. Ich guck, dass ich hier ein bisschen von dem Mist da lasse. Hatte ich auch noch was. Ich würde eh noch einen Stack davon nehmen, davon zwei und meine sechs Diamanten auf jeden Fall. Elektroteil nehme ich das mit. Und das. So, den Eimer auf jeden Fall, den habe ich auch noch gequaftelt. Dass der hier überwiegend viel Material drin hat. Davon nehme ich die Hälfte raus. Wir schmeißen. Können wir sie wegschmeißen, ne? Das mal wegwerfen. Wir können gar nicht von den. Okay, das ist egal. Davon haben wir. Ich will die Kartoffel gerne mitnehmen. Aber so. Dich will ich mitnehmen. Denn dann werde ich mich nämlich ganz, ganz weit hinbegeben. Und ich würde sagen, wir sehen uns im schnellen Zeitraffer wieder, wo es gleich wieder hingeht. Bis gleich. So, meine Reise geht ungefähr da ins Dorf rein, denn da haben wir auf jeden Fall an Fläche auf jeden Fall jetzt schon was zu bauen. Wir werden ja Karotten und so ganzen Quatsch zu finden. Und es ist auch gar nicht mal schlecht, in der Nähe vom Dorf zu arbeiten. Denn da werden wir auf jeden Fall noch Villager treffen, wo wir mit handeln können und eventuell einen Ofen direkt schon. Denn meine Hungerleiste sieht ja gar nicht mehr so berauschend aus. Ja, das ist schon der erste Villager. Hier gibt's Trampelpfade, ah, okay. Da oben sehe ich auch schon was. Alle Freunde. Ah, guck mal hier, der gibt uns
anderes Holz. Der auch. Oh, das ist auch noch ein anderes Gebäude. Oh. Das brauche ich jetzt am besten hier. Nehmen Sie ein paar Karotten hier. Pflanzen wir gleich wieder direkt neue an. Das ist am wichtigsten. Ja, wenn, Hauptsache wir sind zwei Stück oder so. Können wir da ein bisschen was essen. Rote Beete Samen. Okay. Kann man die auch roh essen? Kann man, ja, auf jeden Fall geil. Also wir kriegen wieder was rein. Was haben wir denn da unten? Eine gemischte Zucht, Kaffee, Flachs, Flachs, Reis. Hier unten ist ein bisschen was gemischtes. Das ist auf jeden Fall ganz nice. Schau ich mal, wo ich meine Kartoschki habe. Dann können wir noch irgendwo eine Kartoschki anbauen hier. Da ist noch nichts fertig, doch. Also vielleicht schon mal ein bisschen Reis, also ein bisschen ein paar Brote kriegen oder so ein Quatsch. Ah. Oh, ja, das Weizen. So ein Nitsch fertig. Was haben wir denn da für ein schickes Gebäude? Great Storage. Oh mein Gott. Engineering Hammer. Ist ja mal lol geil. Ich glaube auch mal ganz stark, wir werden hier uns einrichten. Hallo Schaf. Weiche. Ich mal eben. Ach, da bleiben die Sachen da drinnen oder was? Da waren doch gerade noch Sachen drin, oder habe ich mich jetzt getäuscht? Brennen wir nicht? Oh. Ticket Wood. Es ist natürlich geil. Mal schon mal ein bisschen. Bisschen was im Vorsprung. Könnten wir dann noch unsere Erze reinpfeffern? Was wir noch so übrig haben. Das tun wir mal gerade hier rein. Ein bisschen Platz kriegen. Ne, den können wir uns hier in die Ecke stellen. Machen uns hier ein bisschen Licht rein. In die gute Stube. Das Haus finde ich mal nett. Für den Anfang absolut ganz insane geil. Hier bleiben wir aber erstmal noch ein Stückchen. So, Rucksack. Den tun wir auch in leeren, zack. Hup. Moonstone tue ich auch erstmal hier rein. Hier hätten wir noch Essen, den ganzen Quatsch. So, jetzt haben wir natürlich keinen normalen Stein, aber das macht nichts. Wir brauchen das jetzt erstmal auch. Normaler Stein ist jetzt ganz ein bisschen wichtig. Zack. Und dann gucke ich mal, vielleicht findet man noch eine Schmiede. Die habe ich jetzt nicht gesehen. Oh, Copper Wire gegen Emerald. Cutting Wire. Okay, das ist natürlich auch ganz geil. Der gibt uns ein bisschen Holz oder ein Setzling Zitrone. Nett, Jungs. Was geht ab hier bei euch? Was nennt man denn? Ja, nichts. Machen das hier mal aus. Ah, ich wollte gerade sagen, in solchen Häusern gibt es nämlich meist immer Bienen. Und das ist ganz gut, denn da können wir ein bisschen kombinieren hier schon. Japanische Blütenkirsche. Weißkiefer. Tüd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 
Mute mal, ja. Oder, ah, von Whalecroft die Dinger, okay. Ja, aber noch arsch viel Felder, das ist ganz geil hier. Zombiefleisch ging es Markt. Okay, keine Schmiede. Ist aber auch nicht absolut nicht so schlimm, finde ich. Ich finde das schon insane, dass wir so viel Zeug hier hinten haben. Okay, da bist du halt kaputt. Können wir, glaube ich, wir können doch hier drüber fahren. So, zack, 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 zack. Ich würde sagen, müsste eigentlich funktionieren. Da unten ist auch noch ein Feld, da gehen wir jetzt auch noch dran. Bisschen Essen haben. Ausleuchten sollten wir auf jeden Fall ein bisschen mehr hier. Wenn da zwei sind, das natürlich. Brauche ich eigentlich nicht hier zwei Fackeln. Hier auch noch so ein Ding in der Nähe. Tüdüt. Bop, bop. Tütütüt. Eine Fackel wird hier absolut reichen. Jetzt kann ich eh keine plätzen, weil ich jetzt in der Hand keine mehr habe. Hier ist eine schöne Fläche. Absolut. Das Haus bombig. Kann man super gut nutzen. Und so ein Engineering Hammer. Haben wir auch hier. Können wir auf jeden Fall was mit anfangen. Dann holen wir uns jetzt noch Stein und dann ist sozusagen eigentlich auch die Folge schon wieder zu Ende. Denn ich will es eigentlich nicht selber übertreiben. Und dann buddeln. Ach, warte, wir buddeln uns da hinten hin. Machen wir uns noch ein paar Öfen fix. Und dann die Landschaft. Ja, klar. Düdüdüd. In den Berg, ab in den Berg. Nicht, dass so ein Creeper-Fisch. Ah. Wollen wir keine Sorgen machen, hier ist ein Pfad. Dass man eigentlich sozusagen hier diesen Trampelpfad nutzt, um eigentlich hier so einen Weg in die Höhle rein zu machen. Nehmen wir jetzt aber Steine mit. Habe ich auch noch. Kann das Zeug nämlich auch brennen. Und dann wird man direkt wieder ein bisschen Eisen. Der Ofen gleich wieder gut tun wird. Dann machen wir uns den schönen Weg in manche Ebene rein. Machen also Zwischenstopps vielleicht eventuell. Und wenn du nutzt, macht dann Wellcraft später. In dem Ganzen hier. Zack, Fackel rein. Gleich um wieder. Einfach nur ein bisschen, dass das schön aussieht nach am Ende. Und das hier so. Und wird dann am. Eigentlich so ein Dreierweg später runter, wenn wir sind. So. Dauert. Kostet natürlich wieder viel mehr Arbeit. Absolut. Aber ich glaube, die Arbeit lohnt sich noch, wenn es ein bisschen schön aussieht, wenn es nach unten geht. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Hier noch eine Treppe drauf. Aha. Wenn du doch noch einen höher. Und man kann es ja, wie gesagt, mit Tinkers kann man es ja ein bisschen einfach machen. Später hier, da rast man einfach mit so einem Hammer durch. Das, glaube ich, auch unser erster Weg wird, um uns den Fortschritt zu gewähren. Und ich mache jetzt hier das letzte Mal. Und dann machen wir auch hier ein, zwei. Gucke ich gerade, welchen Abstand wir nehmen. Zwar noch eins, zwei, drei. Dann machen wir vielleicht noch hier unten noch die Fackel rein. So, an der Stelle. Dann bekommt der auch hier den letzten Gang hier. Auch wenn wir eine gerade Fläche haben.
war super, genau. So. Und dann geht's hier beim nächsten Mal, geht's hier dann weiter. Wenn wir dann auf jeden Fall Versuche für weitere Sachen sind, müssen wir natürlich hier ein bisschen jumpen. Ist gar nichts drin. Swayschnitt. Hier müsste eigentlich so ein ganzer Zaun drum. Das wäre eigentlich auch ganz nice. Und ein paar Iron Golems. Ich natürlich dann noch mal später. Also crafte ich doch fixen zwei Öfen hier. Jetzt sind sie rein. Nehmen noch ein paar Erze raus. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall das. Das. Können wir schon mal reinwerfen. Das ist der Kohle jeweils. Komm hier. Zack. Und dann verabschiede ich mich bei euch. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ein Abo da. Wenn es noch mehr gefällt, dann lasst auf jeden Fall noch mehr da. Guckt bei Centus rein. Der Boy ist ja auch dabei. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, euer Flash-Shooter und ciao, ciao.